Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Ich hab hier was bekommen. Da sind zwei Sachen drin von Creative. Die wollen wir uns jetzt mal angucken. Ich wurde nämlich angefragt, ob ich das vielleicht mal testen wollen würde, und ich fand dann sehr interessant, und zwar in erster Linie der Super X-FI AMP. Das ist diese kleine Schachtel, und da ist halt so dieses kleine Ding drin. Das ist ein Kopfhörerverstärker. Der ist für Android, für PC, ich glaube für iPhone ist er auch, und der soll praktisch den Kopfhörer verstärken und mit der XFI-Funktion. Aber was bei Creative hier in den großen Kopfhörern drin ist, da kommen wir auch gleich dazu, jetzt ganz klein gemacht, in der Größe. Und er soll wohl Studioqualität bieten. Also wenn ich jetzt das zwischen meinem Handy und dem Kopfhörer mache, soll ich Studioqualität haben. Ich lasse mich mal überraschen. Und dazu habe ich dann halt zum Testen auch noch die Auvina Spezial Edition Headset mit Super XFI bekommen. Fangen wir erstmal mit den Kopfhörern an, würde ich sagen. Und dann machen wir diese kleine Schachtel. Erstmal nur Unboxing und dann im nächsten Video die Hardware und dann anschließend. Ich habe mir die App schon runtergeladen. Über eine App sollte dann funktionieren, dass das so funktioniert, weil jeder ja anders hört, steht auf der Webseite von Creative, und man macht Fotos von seinen Ohren und von seinem Gesicht, und dann soll die Software das so machen, dass man halt für sich den besten Klang hat. So, da haben wir dann hier die Kopfhörer. Hier haben wir dann von Creative noch ein kleines Heftchen. Und hier unten ist nix. Da ist nur eine Bodenplatte drin zum Verstärken, aber sonst ist jetzt hier nichts weiter drin. Packen wir mal das aus. So. Und da haben wir dann die Kopfhörer. Wartet, kommt für die Tüte noch. So. Hier haben wir dann die Kopfhörer mit einem 3,5 mm Klinkekabel. Die sind außen mit Klavierlack, sieht man das? Die Polsterung finde ich. Also die Polsterung so an sich ist die, wartet mal, mache ich mal so, ist die schon was dicker, aber hier der Rand, wartet mal, ich mache mal so, ich glaube, das Licht blendet gerade ein bisschen. Hier ist, das ist verstärktes Leder, seht ihr das, wie schwer das ist? Also hier geht es weiter rein, aber das hier außen, das ist härter. Also da bin ich mal gespannt vom Tragkomfort her, wie es sein wird. Aber Metall. Davon bin ich immer sehr begeistert. Jetzt gucken wir erstmal, wo rechts und links ist. Ah, hier steht es auf jeden Fall schön außen dran, was rechts und was links ist, dass man das auch sehen kann. Die sind auch drehbar in beide Richtungen. Und rechts ist hier, ja. Gehen leichtgängig. Sitzen gut auf die Ohren. Ich höre trotzdem noch, was um mich rum passiert. Also sie sind nicht so hoch abdichtend wie die anderen Kopfhörer. So. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich sehr interessant fand. Und vor allen Dingen, weil es auch am PC gehen soll. Der SXFI Amp.
So, da haben wir dann auch wieder ein Kärtchen, Schaumstoff. Hier ist das ganze Gerät, größer ist es nicht. Und unten drunter haben wir dann noch eine Anleitung und eine zweite Anleitung und nochmal Kabel, und zwar USB-C. Also das ist eine USB-C-Verlängerung. Also hier ist USB-C dran, hier ist auch USB-C dran. Ich werde das mal so machen, dass ihr das sehen könnt. Das ist eine ganz normale USB-C-Verlängerung. Und hier haben wir USB-C auf, na, auf diesem Mini-USB hier. Seht ihr das? Packe ich jetzt nicht aus, weil der geht mir garantiert verloren. Das ist halt für Smartphones, die noch diesen Mini- oder Makro-USB haben. Ich weiß, ich bringe das immer durcheinander, wie die heißen. Und bei der Anleitung haben wir, nee, das ist nur dieses, dass man es nicht entsorgen soll. Hier haben wir eine ganz kurze Anleitung in Englisch. Der USB-C-Kabel soll da ran und dann soll er ans Gerät ran. Und auf der anderen Seite sollen die Kopfhörer ran. Und dann die App kann man sich für iOS und für Android runterladen. Das habe ich schon gemacht. Das kommt dann alles im Hardware-Video. Ich packe das mal jetzt alles wieder so weg, dass das hier nicht verloren geht. So. Achso, nee, das muss ja drunter. So. Und hier haben wir es. Das wird aus einem einzigen Aluminiumblock, habe ich auf der Webseite gelesen, geformt. Und dann halt dieses Schwarze außenrum. Ja. Ich hole euch mal anders hin. Vielleicht ist es ein bisschen besser wegen dem Licht. So, da könnt ihr das ein bisschen besser sehen. Wir haben hier Minus und hier oben Plus für laut und leise machen. Dann haben wir hier noch einen Knopf. Der weiß ich nicht, für was der sein wird. Dann haben wir hier noch, und ich denke mal, das wird Power sein. Und hier haben wir dann einmal USB-C. Und auf der anderen Seite haben wir einen Klinkeanschluss. An den Seiten ist nichts und auch hinten ist nichts. Ich bin mal sehr gespannt. Meine Tochter ist auch hier. Die wird dann gleich Fotos machen von meinen Ohren. Im Hardware-Video werden wir sie dann nämlich uns das alles ganz genau angucken. Ich kann euch die App nochmal kurz zeigen. Das ist jetzt zulassen. So fängt die dann an. Da muss ich mich jetzt noch registrieren und alles. Und das werde ich jetzt mal machen. Und dann bin ich mal gespannt, wie sich das dann anhören wird, vom Sound her. Ich habe hier Musik halt auf dem Handy drauf und so, das ist alles kein Problem. So, das war's zum Unboxing. Mehr ist da jetzt nicht drin. Also die Kopfhörer gehören nicht dazu, die haben sie mir separat geschickt, also dazu geschickt. Rein geht's nur um dieses. Und dass ich es halt vernünftig testen kann, haben sie mir die Kopfhörer halt mitgeschickt. Hier wird auch irgendwo Werbung stehen, weil ich es gratis zur Verfügung gestellt gekriegt habe, beeinflusst aber nicht meine Meinung darüber. Ich habe kein Geld gekriegt dafür, dass ich dieses Video mache, nichts, nur dieses Produkt. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich im Hardware-Video, wenn wir sie das erste Mal betreiben werden, die Kopfhörer, mit dem Amp. Ich bin mal sehr, sehr, sehr gespannt. Okay, dann bis gleich. Hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wert, Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.